Jugendherberge ist live. Christliche Tour 2018, Kloster Münster. Wir waren dabei. Wir haben sie auch erlebt. Oh, das ist ein Rahmen. Wo ist der Fall? Was ist das denn für ein Dreier hier? Wir gucken uns über Betten an. Betten? Ja. Hast du gehört, dass wir irgendwie 7 gehen? Ja, ich hab... Fehlt dir das? Also ist gut? Was sagst du dazu? Hä? Ich hab dazu gesagt, so, da kann man doch nicht oben leben. So, egal, wir müssen mal allein ein bisschen mehr warmes Wasser. Da ist kein warmes Wasser? Nein, zum Duschen nicht. Ja, die Leute verlangen von euch, dass ihr kalt duscht. Digga, ungelogen, ich glaube, alle denken so aus, boah, wie Highlife, jeden Tag, Highlife, anderes Highlife, Hotel, jeden Tag so. Auf jeden Fall, Jungs, wir sind gerade obdachlos, wir brauchen eine Wohnung. Warum? Sprichst du mich schon damit an? Ich bin nicht obdachlos. Der hat 1,8 locker im Monat, gib bitte. Der hat 1,8 auf Co. 1,8 auf Co. 3 Monate. Gib uns 3 Monate. Hä? Willst du meinen Rücken machen? Was machen wir? Nix, Bre. Wir gehen jetzt rauf. Rauf? Was machen wir denn? Wir müssen arbeiten jetzt. Ja, was arbeiten? Wir fahren in die 5. Wir machen jetzt ein bisschen bauen und malen. Wie ist das? Was geht ab? Was machst du? Wie war dein Nerd, Digga? Also, ich hab ganz kurz gepennt. Was hast du da am Laufen, Bruder? Also, ich hab kurz meine Seele gereinigt. Ehrlich? Ja. Wir sind Hunde. Wir sind Menschen. Menschen sind hier ist Patrick. Linsenchips schauen uns echt böse an. Wir sind nicht hier für Linsenchips, wir sind hier für 10 Cent Brötchen. Yeah, auf 5 Euro das möglichste Essen rauskriegen. So viel Wert hat das, du weißt nicht. Boah, seit wann, woher das nannte mich früher Ronaldinho, weißt du? Ein Junge, Digga. Okay. Nicht mein Rewe kann man Spaß haben. Sag doch, wir sind. Was sind wir? Kleiner Hu. Brötchen auf den Tisch, Digga. Jetzt wird Klartext gesprochen. Jetzt wird Klartext gesprochen. Wenn die Semmel auf dem Tisch sind, dann weißt du, haben sie halt Hunger. Einfach nur, dass der fucking Backofen ausgemacht ist für den Schuss. Egal, machen wir das Beste draus, Jungs. Wir haben Sodbrennpizza und wir haben Sodbrennbaguettes und Sodbrennboccolinis oder Piccolinis oder wie die auch heißen. Sollen wir das mit Ketchup runterspülen, oder? Ja, Mann. Das sieht nicht gut aus, Jungs. Das sieht nicht gut aus. Wir haben kein Backpaper. Wuff, wuff! Oder mir egal, ob ich eine Vergiftung kriege, ich esse so oder so. So, ich zeige euch mal, wie man 2 Pizzen entspannt auf einem Blech kriegt. Wer backt halbe Pizzen? Sag mir bitte, wer backt halbe Pizzen? Ich zeig euch die Moves jetzt hier, die keiner kennt, Jungs. So, machen wir erstmal diese. Ein Genie, Digga. Ihr wisst doch. Also Leute, wenn ihr wollt, dass wir nicht mehr Ja-Pizza essen, guckt einfach den YouTube-Banner per PC an und ihr wisst ganz genau, was ihr zu tun habt. Also wenn der erste 10er da ist, sage ich dir ehrlich mal hier nur einen Banner. Nein, wir machen so. Wenn der erste 10er da ist, machen die Leute einfach Screenshots aus den Videos und die entscheiden, was der neue Banner wird. Aber einfach so aus den Videos, wo wir einfach am behindertsten aussehen. Depression kicken, die Pizza irgendwie raus. Egal, guck mal, wie es ein Baba-Teil das wird. Der kriegt. Falls euch auffällt, dass Quali immer wechselt, mal ist sein iPhone dran, mal ist sein iPhone dran, mal ist mein iPhone dran. Ich glaube, das war das beste iPhone, aber ich habe kein Geld. Boah, guck mal, wir flexen mit dir. Ja, flexen einfach. Und? Er hat das schlechteste iPhone und er hat auch kein Geld. Was jetzt? Willst du ihn beleidigen? Okay, ja. Nein, aber er hat. Digga, wir nehmen ihn gleich mit, Alter. Wir sehen. Wollen wir ihn kidnappen? Ja, Digga. Wo hast du aber jetzt diesen Muffin Heaven Stein, ne? Der lag da. Wir müssen nur die auch noch machen. Ja, der gönnt sich, Alter. Lass mal. Ich bin die große Krabbe Pizza. Ist die Pizza Position? Nee, ich fick mal stehen. Wir befinden uns gerade im Goldman Tower im Essensbereich in der Mensa für die Leute, die hier arbeiten. Guck mal, ihr habt Hayat live. Ich sag euch ehrlich, beschwert euch noch einmal. Meine Damen und Herren. Meine Herren. Damen. Hey Leute, wir haben jetzt 2 Monate hinter uns in Köln. Wir haben einen Scheiß gesehen aus von Köln. Was könnt ihr uns empfehlen aus Köln? Die André, wir gehen einfach rum, zeigen euch ein bisschen Köln. Genau, wir sehen das alle zum ersten Mal. Nicht? Neue Augen, ja. Das Einzige, wohin wir gehen, ist der Syrer hier vorne und der Rewe da. Nein. Hey! Mach die Kamera aus! Gehen! Oh yes. Guck euch Marek an, Digga, der hat heftig versiert. Junge, Digga, wenn ihr nicht Schwertkämpfer Level 7 ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Schwertkämpfer schon Level 13 und mein Erfahrungsbalken ist schon sehr weit vorne, ja? Also,
Nice Erfahrungsfragen, die wir haben. Diese Erfahrung hatte ich noch nie. Zeig mir mal, was ein Food Review ist, Digga. Fangen wir an. Ich will gar nicht über den Preis reden, weil über Geld spricht man eigentlich nicht. Hier haben wir Pizza, ja, Produkt. Guck mal, das sind Piccolinis. Guck mal, denk noch, auf den Soße einen von Seite macht schön. Guck mal, ich mache aus diesen 4 Euro oder was wir hier geholt haben. Das ist maximal. Ich packe Öl drauf, Salz, die sind. Und die haben sogar so Sriracha-Soße drauf. Kennst du Sriracha-Soße? Wenn du so sagst, muss man probieren. Okay. Habe ich ihn direkt seinen Traum zerstört. Habt ihr in seinen Augen gesehen, wie sein Herz gebrochen ist? Ja. Du musst mit Öl und Salz machen. Ich schwöre, dann ist das so ein italienischer Dreck. Doch, das ist Sriracha Matcha. Scheiß mal auf diese Öl. Boah, was geht mit euch ab an? Der denkt auch, wir sind 5-Sterne-Restaurant und so. Hm? Hast du nicht gut? Da schmeckt ihr alles gleich. Ich will ein bisschen Variation machen. Ah. Nur ein bisschen. Reicht. Schlimmer jetzt. Glaub mir. Voll gut. Wie sind die schon? Boah, man denkt, man ist chinesische Nudeln mit Pizza, Digga. Sag Hamdulillah für alles, Bruder. Boah. Und Mancha, wie überwältigt bist du von der Pizza? Also für das, was wir heute geleistet haben, haben wir es verdient. Weißt du, wie ich meine? Vergiss diese Scheiße mit Öl, das schmeckt nicht. Ehrlich nicht. Das war einmal cool, aber jetzt gar nicht mehr. So, also wir befinden uns gerade im Fahrstuhl auf dem Weg nach oben. Falls ihr es auch nicht wisst, wir sind jetzt offiziell obdachlos und deswegen pennen wir jetzt im Goldman Tower in der 7. Yeah. Genau. Wie man sehen kann, die 7 ist the cap. The cap. Und wir wollen das, richtig gecapt. Wir wollen richtig gecapt. Deswegen aufpassen, Mensch. Oh, shit, nicht stören. Welcome to my new house. Weil Sofa Nummer 1, Schreibtisch Nummer 1. Also hier ist Schlafzimmer. Bett, ja. Da habe ich geschlafen gestern. Ich zeige euch jetzt, wo Hamza geschlafen hat. Da ist Mehmet. Er ist der Mann für alles. Super, ja, siehst du. Jetzt erstmal die Toilette für dich, Mannschaft. Für mich? Ja. Bruder, Digga, ich habe dann geduscht und so. Du hast dich geduscht? Ja, Digga. Ja, so. Ich hab so Haare gewaschen. Ich dachte, damit sind wir durch. Hier ist das Klo mit nur kaltem Wasser. Mhm. Oh lala, seht ihr denn nicht? Wir finden hier sogar einen kleinen. Oh! Was haben wir hier? Wir haben hier 10 Pfennig. Marek hat es ja noch nicht. Tschüss, Digga, guck dir Marek an. Der andere Mann schließt direkt ab. Wir haben wohl so ein PC geklärt, Digga. Hey, ist das nicht mein PC? Ja, ja. Muss mein PC? Ja, ich hab ihn noch gesagt vorhin, Digga. Mach keine Radar und so, da wird mancher, er wird dich direkt.